Hallo ihr Lieben aus dem schönen Thüringen, genauer gesagt aus Rudolstadt, Ortsteil Schwarzach. Ja, ich habe eine gute Woche Zeit und ich möchte den Panoramaweg Schwarzertal wandern. Auto gerade abgestellt, ist kurz vor 18 Uhr, möchte jetzt 2-3 Stunden laufen und mit einer Nachtlager suchen. Ob das die Schwarze ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich auch egal. Hauptsache das Bächlein ist schön. So, das ist jetzt die Strecke zwischen Schwarzer und Bad Blankenburg und ich bin froh, dass es jetzt so ein bisschen schattiger wird. Also so auf dem freien Feld zu laufen bei vollem Sonnenschein, nein danke, muss ich nicht haben. So, das ist jetzt aber die Schwarzer. Die Schwarzer in Bad Blankenburg. Schon ganz schön beeindruckend, die Schwarze. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen künstlich, ne? Egal. So, ich habe einen Plan für mein Nachtlager. Und zwar gibt es die Schutzhütte Dürres Schild. Sollte ca. 6 Kilometer von hier entfernt sein. Das schaffe ich und freue mich drauf. Ja, und kaum geht es ein bisschen in die Berge, trifft man keinen einzigen Menschen mehr. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist Eberstein. So, gerade ein Schild gesehen, Dürres Schild, noch 2 Kilometer. Es sind nur noch 600 Meter zur Schutzhütte. So ein Singletray, den liebe ich ja über alles. So macht das Wandern doch Spaß. Und plötzlich ist sie da, die Schutzhütte. Was für ein tolles Teil. Was für ein tolles Teil. Oh ja. Oh ja. Und eine Aussicht. Unten ist ein altes Haus. Und eine Bank zum Genießen. Yes! Und zum Abendbrotessen gibt es ein richtig leckeres Steak. Ja, schönen guten Morgen! Ja, ich habe eine wunderbare Nacht gehabt, war ganz entspannt, ganz still, obwohl da unten eine Straße ist, da ist überhaupt kein Auto vorbeigekommen, also wunderschön. Ja, dann haben mich die Vögel geweckt, jetzt ist es 5 Uhr morgens, jetzt gibt es meine Leibspeise, Schweizer Müsli, brauche ich auch, weil heute habe ich mir doch ziemlich was vorgenommen, ich möchte heute gute 40 Kilometer wandern. Es ist jetzt
Punkt 6 Uhr und ich bin auf dem Weg. Ja, also ich brauche immer doch sehr lange, um meinen ganzen Krempel dann ordentlich abzubauen. Ne? So ein Schlafsack muss ja ein bisschen trocknen, dann musst du alles einrollen, dann musst du alles wieder genau im Rucksack so verstauen. Also es braucht immer seine Zeit. Bei mir fast eine Stunde, aber gut, was soll's. Ich habe jetzt als nächstes Ziel Schwarzburg und ansonsten muss ich was für meine Wasserversorgung tun. Ich habe jetzt einen knappen halben Liter Wasser noch, aber das sollte hier in der Gegend kein Problem sein. Ganz ehrlich, ich liebe genau so eine Wege und zusätzlich dann solcher Ausblick. Perfekt. Ein Traum. Das ist jetzt Schwarzburg, wie ich finde. Ein sehr angenehmes Örtchen. Die Schwarzach fließt mittendurch. Und die haben sogar einen eigenen Goldwaschplatz. Das heißt das Hotel Schlossberg. Und was ich richtig witzig finde, ist, guck mal da um. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja, ganz, ganz wichtig, in Schwarzburg ist die Verfassung der Weimarer Republik unterschrieben worden von dem ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Und zwar auf dem Schloss, wo wir gleich hinlaufen. Ich find das wirklich richtig spannend. Ja, einfach schön. Ja, ich wiederhole mich da ganz sicher, aber das ist einfach ein wunderschöner Ort. Oh, jetzt aber genug mit der Kultur. Ab in den Wald und einfach laufen. Und da ist das Mooshäuschen. Ja, toller Platz. Hier mache ich eine schöne Pause. Ja. Na dann.
guten Appetit. In der Nähe vom Mooshäuschen war noch eine Quelle. Da habe ich meine Reserven aufstocken können. Ja, also alles schön. So, jetzt geht's weiter nach Sitzendorf. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ihr braucht es nicht auszusprechen. Ich weiß es auch so. Ihr wollt sagen, dass ich sehr, sehr cool aussehe. Ja, also es ist jetzt 10:30 und die Sonne knallt bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann kriege ich einen richtig schönen Sonnenbrand ab. Also insofern bin ich vernünftig, habe mich auch ein bisschen mit Sonnencreme behandelt, eingecremt und ja, jetzt geht's nach Unterweißbach und dann gucken wir mal, was es da so gibt. Ja, wieder so ein cooler Ort zum Verweilen. Es ist der, glaube ich, der Fürstin Annablick. Und die guckt, wo guckt sie denn hin? Ja, nach Sitzendorf guckt sie. Oder Unterweißbach, keine Ahnung. Muss ich mal recherchieren. Ein Brunnen. Ach, ein Geschenk Gottes. Ja, hallöchen. Ja, also es ist jetzt 13.30 Uhr und ziemlich heiß und ich bin wirklich erschöpft. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt mal eine Siesta. Ich bin jetzt hier im Felsenhäuschen mit einem super Ausblick. Ja, und versuche mal einen Mittagsschlaf einzulegen. Dann esse ich was und dann geht's weiter.